Ja, herzlich willkommen in Norwegen, in Hell. Ich freue mich, Sport 1 und Tobi Schiemann zu begrüßen. Herzlich willkommen in der Rallycross-Welt. Was denkst du von Rallycross? Was sind deine ersten Eindrücke? Also ich habe es ja schon zweimal gesehen in Hockenheim, aber das hier ist natürlich ganz anders. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Sport 1 hat das in diesem Wochenende ja auch live zum ersten Mal gezeigt im Free TV. 15 Uhr, Halbfinale, Finale live. Richtig geil. Ich bin stolz, dass der Sport ankommt in Deutschland. Ich hoffe, ich kann die deutschen Farben da ordentlich in Zukunft vertreten und den Sender Sport 1 noch mehr glücklich machen mit tollen Bildern. Ja. Geil, dass ihr live vor Ort seid. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Danke, dass du da bist. Ich danke hoffe, dir. Es bleibt geil. Toi, toi, toi fürs Wochenende vor allem. Danke. All about the line. Wir haben euch ja gesagt, wir wollen jetzt jedes Mal was Informatives vom Rallycross vermitteln. Und dieses Mal ist es der Spotter Tower. Den seht ihr hinter mir. Da oben stehen die Menschen, die die Entscheidung treffen, wann ich die Joker Lab fahren muss und wann nicht. Deswegen erkläre ich euch das jetzt. So, jetzt sind wir hier oben am Spotter Tower. Der steht generell immer da, wo man den besten Überblick über die Strecke hat. Wichtig dafür, dass die Spotter, so heißen die Jungs, die hier oben das im Griff haben sollten, die ganze Strecke sehen, aber ganz speziell eben die Joker Labs sehen und in den meisten Fällen dann eben auch die normale Strecke sehen. Ganz wichtig für die Jungs sind die Monitore hier oben, denn an den Monitoren orientiert man sich, muss ich vorstellen. 5 Autos da draußen. Es gibt einmal die Joker Lab zu fahren in den 4 Runden oder 6 Runden dann im Finale. Und da muss man eigentlich als Spotter alle 5 Fahrer unter Kontrolle haben. Das heißt, es geht in der ersten Runde einer Jokern, die anderen 4 fahren weiter. Gefühlt vom Optischen her ist der 3, 4, 5 Sekunden hinter dem Feld. Hier in Hell dauert die Joker-Runde 4 Sekunden circa länger. Der ist 4 Sekunden weg, den hat man erstmal nicht auf den Blick. Aber ganz, ganz wichtig zu sehen, was für Rundenzeiten fährt er. Der fährt frei in dem Moment, hat keinen Verkehr. Vielleicht holt er auf in den nächsten 1, 2 Runden. Das muss man im Blick haben. Deswegen ist der Spotter so extrem wichtig. Man kann viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Und dann hat er die Zeiten hier oben und muss die wirklich tatsächlich analysieren. Und wenn er das Gefühl hat, der macht Zeit gut und ich habe noch nicht gejokert, dann muss der Joker-Call kommen, damit ich quasi die nächste Runde in die Joker-Lab gehe und dann den covern kann. Covern heißt, ich probiere mich vor dem wieder zu schieben, dass er mich nicht quasi außerhalb von dem wirklichen direkten Infight überholen kann. Und das ist also der Job des Spotters. Und wenn ihr euch von hier oben mal schön das, die Strecken anschaut, dann ist es ganz, ganz schwierig, da nicht den Überblick zu verlieren. Ich möchte den Job nicht haben, sage ich euch ehrlich. Ja, jetzt gehen wir nach Hell. Also, wir sind ja quasi in Hell, aber wir sind auf der Strecke und wir fahren jetzt Downtown. Fahrer- und Autoparade. Nice Pip! Thank you! Gib mal das Baby mal nach Hause! Ja! So, da sind wir jetzt Freitagabend. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Haben ein paar coole Sachen für den Vlog drehen können. Haben aber auch das Auto und Team etc. Gut vorbereitet und sind sogar bei der Fahrerparade gewesen mit Rennauto in der Stadt in Hell. Coole Aktion, coole Fans, die Stimmung passt auf jeden Fall, bis wir den Draw gesehen haben. Wir dachten eigentlich, es geht nicht schlechter als beim letzten Mal, diese Auslosung. Tatsächlich haben wir 2 Plätze gut gemacht, aber wir sind vom sozusagen theoretisch letzten auf den drittletzten Platz gezogen, gelost worden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das einzige Gute daran ist, dass Peter Solberg im letzten Jahr von dieser Startposition am Ende Zweiter oder Dritter war nach Q1. Nehmen wir das mal als gutes Zeichen. Vielleicht entwickelt sich die Strecke nicht so gut danach, wie wir es momentan vermuten. Von daher Daumen drücken und all in. Einen schönen guten Morgen, Samstag, Renntag.
the traction. They've all chosen the same tactic. Scheider takes it. That was the move of the race to decide it my way. So I'm quite happy to make that happen. Fit? Sowas von fit. Okay. Gut gelaunt. Alles geil. Chefin hat gerade ein richtig geiles Rennen gefahren. Guck mal, dreh dich mal um. Das ist unsere Mandy, das ist die Chefin. Und die ist gerade mega geil gefahren. Die hat nämlich gewonnen. Mal jetzt besprochen. Ja, schönes Thema, weil mit dem geilen Move in Q1 sind wir natürlich aufgefallen gerade eben. Aber das macht ja Rallycross so geil und so spannend. Du weißt nie, was passiert in der ersten Ecke. Und deswegen habe ich natürlich auch nicht verraten, was ich jetzt gleich in Q2 beim Start machen werde. Was machen wir? Alles möglich. Start. Dora Kevin Hansen on the outside. Markham seems to have edged him on the run to turn one. Hansen's going to go. Joker definitely Markham's inside. Scheider on the gas now. Four wheel drive down the hill. Scheider goes fastest. 2:41. This time we had to find somehow a solution to keep them behind. Was ein Mega-Start hier am Samstag in Norwegen. Wir haben schon ganz andere Wochenenden gehabt, die schlecht angefangen haben. Und jetzt bin ich echt mega happy mit Q1. Sind wir gesamt Sechster geworden, habe meinen Lauf gewonnen. Mit einem Move, der für Gesprächsstoff gesorgt hat im Fahrerlager. Richtig cool. Könnt ihr euch dann hier im Vlog angucken. Und ja, dann gab es dann nach einem guten Ergebnis in Q1 einen schönen Fünfkampf in Q2 bei mir und ja, auch das konnte ich gewinnen mit der zweitschnellsten Gesamtzeit. Zweiter Overall in Q2 hinter Niklas Grönholm, die momentan mit den Hyundais hier, ja, zusammen mit Timatjanov all over the place sind, was die Performance betrifft. Und jetzt sitzen wir gesamt auf Platz 3 nach den beiden ersten Qualifying Heats. Für morgen alles möglich. Wir starten vom zweiten Startplatz morgen in vierten Lauf von Q3. Jetzt brauchen wir noch zwei saubere Heats und dann geht es hoffentlich direkt ins Halbfinale und Finale. Guten Morgen, Timo. Schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's richtig gut. Gut gelaunt, weil Performance ist da gewesen gestern. Sitzen auf Platz 3 gesamt und brauchen wir noch zwei richtig saubere, schnelle Heats. Und dann geht's Richtung Semifinale und Finale hoffentlich. Ja, auch Gott sei Dank ein richtig guter Sonntagmorgen für uns. Q3 und Q4 ist vorbei. Ich kann ein bisschen entspannen und immer noch lachen, denn wir haben ein ordentliches Q3 gehabt. Strategisch nicht ganz perfekt gelaufen, aber mit unserer Strategie Reifen zu sparen, haben wir was Gutes gemacht. Haben dann in Q4 nochmal einen neuen Reifen geschossen, so sagen wir dazu. Und haben den P2 in unserem Heat nach Hause gebracht. Das heißt, wir haben jetzt zwei Heat Wins, einmal im P2, sitzen jetzt gesamt auf Platz 6. Und das bedeutet auf jeden Fall, jetzt schreien hier die Mechaniker rum, macht euch nichts raus. Die sind nämlich in der Vorbereitung für Semifinale. Da sind wir dabei mit Platz 6. Haben noch drei richtig nagelneue Reifen. Richtig gut. Strategisch glaube ich das Beste, was wir machen konnten. Und die Performance stimmt. Wir sind auf Augenhöhe mit allen, bis auf die Hyundai. Die sind ein bisschen schneller als wir. Von daher gleich all in, Semifinale und Finale. Ich hoffe, euch gefällt.
Timo Scheider up the inside of Balmanis. Balmanis in the wall in the background. Granholm takes the whole shot. Scheider's going down the wall. Has he broken the car? Has he just caught in the turn? So Timo Scheider. Balmanis comes around the outside. Him into turn two. I think Scheider's suspension broken rear left. He's gone. Timo Scheider is out. Standing water. Scheider he's walks out. Away from his car. Scheider's out. Oh, he's gutted, isn't he? Scheider's gone. Ja, verdammt nochmal, also, was soll ich sagen? Scheiße ist, glaube ich, das richtige Wort, das darf man jetzt auch sagen. Nach einer sehr guten Performance im Trockenen gab es jetzt Norwegen Hell in seinen besten Zügen mit dem sturzflutartigen Regenschauer, auf den ich mich gefreut habe, denn wir haben im Regen immer ein gutes Auto gehabt. Ja, und dann im Semifinale ist mir ein Fehler passiert, geht klar auf meine Kappe, ein Jumpstart, muss ich mich bei meinen Jungs entschuldigen. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen auf jeden Fall, aber ja, wir haben eine neue Bremsscheibe für Semi montiert auf der Hinterachse. Beim Vorspannen zum Reifen, Tire Clean, hat das Auto nicht die Vorspannung gehalten. Da war ich irgendwie vom Kopf nicht 100% da. Mein Fehler, ganz klar. Und ja, dann der Start ging ganz gut und dann Turn 1 war Chaos, was zu erwarten war. Aber dann ja, gab es Kontakt und da ist die Aufhängung bzw. Dämpfer gebrochen und Feierabend. Scheiße, Entschuldigung, dass ich sagen muss, aber that's it. Wir nehmen das Gute mit zum Saisonhighlight nach Schweden, nach Höljes. Wir haben ein paar gute Punkte für die WM trotzdem mitgenommen von hier. Wir haben den Anschluss nach vorne etwas ja, verringern können, beziehungsweise die Distanz. Und darauf bauen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Da klappt es hoffentlich besser. Das war's hier aus Norwegen. Wir sehen uns in 3 Wochen in Schweden. Ich hoffe, auch da seid ihr dabei. Bis dahin, Timo, tschüss!